Yo Friends, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zurück. Mal wieder ein Tutorial. Ich freue mich tatsächlich drauf, kam ja jetzt länger keins. Heute zu Tets. Tets, sehr, sehr umstrittener Charakter und deswegen möchte ich auch hier ein Tutorial zu ihm machen, damit ihr auch wisst, wie ihr diesen spielen könnt, weil eigentlich ist Tets wirklich ein sehr, sehr interessanter Charakter, finde ich. Genau, fangen wir doch mal an. Ne, Tets, hier, ihr seht schon, wie er läuft, Digga, richtig Komiker. Fangen wir doch mal an mit seiner Viereck-Charged-Fähigkeit. Da ist hier so eine Suppe, spuckt den Gegner dann damit an und ihr seht, er kriegt auch Rüstung, während er das auflädt. Und der Gegner kriegt hier so oben Stacks. Die Stacks heißen Lecker-Stacks. Also Tasty-Tasty-Stacks auf Englisch. Unter anderem auch sein seitlich Viereck-Attack. Haben wir hier Salzstreuer into Tornado. Ihr seht, fügt auch Stacks hinzu. So, hier, 1, 2, 3. Und ihr seht, ganz lustig, wenn der Gegner dann die Stacks voll hat, verwandelt er sich in so einen Chicken und kann nichts machen. Einfach sich nur so bewegen und ist so ein Chicken. Kann nicht angreifen währenddessen. Nach oben haben wir hier so ein Sandwich, was wir halten. Zack. Und klatschen wir nach oben. Ihr seht, es fügt auch Stacks hinzu. Hier nochmal. Zack. Können wir auch so lange chargen, wie wir Bock haben. Dann nach unten Viereck gedrückt halten. Machen wir so einen Hopser. Springen auf den Gegner drauf. Fügen ihm wieder Stacks hinzu und durchbrechen sogar seine Rüstung. Dann haben wir in der Luft Viereck nach oben, ändert sich nichts, haben wir immer noch unser Sandwich. Viereck nach unten, haben wir hier einen rüstungsdurchbrechenden halben Tornado. Fügt auch dem Gegner Stacks hinzu, zwei Stück und hittet auch zweimal. Dann zur Seite, ändert sich nichts, haben wir hier so einen Biss. Dann in der Luft Viereck gedrückt halten, ändert sich nicht viel. Außer, dass wir die Suppe nicht ausspucken, sondern dass wir sie um uns herum wirbeln. Fügt auch Tasty Stacks hinzu. Dann kommen wir zu seinen Dreiecksfähigkeiten. Dann haben wir hier nämlich einmal auf Dreieck. Können wir den Gegner so essen, wie ihr seht. Hat eine Cooldown, können wir auch aufchargen. Und können dann wiederholt Dreieck drücken zum Kauen, um ihn extra Damage hinzuzufügen und Schwäche hinzuzufügen. Hier, ihr seht, Dreieck drücken zum Kauen und Spuckrichtung könnt ihr euch dann auch aussuchen. Genau, und zwar haben wir nämlich hier auf Dreieck rechts unseren üblichen Tornado, den kennen wir. Der hat jetzt auch eine Cooldown, wie ihr unten sehen könnt. Ne, das rechts, hier das Tornado-Symbol. Wenn das weg ist, machen wir einen längeren Tornado, der auch mehr Damage macht. Hier, deutlich länger und jetzt hier seht ihr, zack. Dann haben wir Dreieck nach unten. Spucken wir hier so einen Apfel auf den Gegner. Ihr habt es gesehen, ich habe es aufgegessen, die Leiste unten ist voll. Das heißt, ich kann jetzt ein größeres Projektil ausspucken. Habt's gesehen? Zack. Wir müssen natürlich auch timen. Zack, ist aber eigentlich nicht so schwer, weil ihr könnt es ja gedrückt halten. Und ihr seht, Tasty Stacks werden hinzugefügt. Zack. Und dann können wir den Gegner kauen, während er in der Chicken-Form ist. Das wissen viele auch nicht. Zeige ich euch mal kurz. Während der Gegner in der Chicken-Form ist, können wir ihn aufessen. Und er lässt dann Chicken-Stückchen fallen. Super, super interessant, weil diese Chicken-Stückchen, wenn wir sie aufheben, heilen uns. Ihr habt gesehen, wir haben einen kleinen Heal bekommen. Hier zeige ich euch mal nochmal kurz. In der Luft sind die Fähigkeiten eigentlich genau die gleichen. Ändert sich nichts. Genau. Und interessant wird es jetzt auch bei Dreieck nach oben. Starke Fähigkeit hier. Zack. Prügeln wir so einen Gegner kaputt. Und wenn wir das nicht haben, haben wir nach oben hin so einen Kratz-Attack. Sieht folgendermaßen aus. Auch in der Luft genauso. Genau, das war's dann auch schon mit den Fähigkeiten von Tets. Ihr seht, Tets hat mehr Fähigkeiten, als man tatsächlich denkt. Er hat nicht nur diesen Tornado. Also Tets ist wirklich trotzdem mittlerweile, finde ich, gar nicht mal so bad als Charakter, wenn man weiß, wie man mit ihm spielt, was er so für Fähigkeiten hat, weil er hat wirklich sehr, sehr viele Fähigkeiten, ihr müsst sie nur einfach gut nutzen. Dann kommen wir zu Tets seinen Runen. Und zwar haben wir hier Magen aus Eisen. Nachdem Tets ein Projektil gegessen hat, rülpst er ein Amboss anstelle des gegessenen Projektils aus. Also anstelle, dass wir Shaggy sein Sandwich ausspucken, spucken wir dann einfach einen Amboss zurück. Der ist nochmal deutlich stärker als der Sandwich von Shaggy. Und hier, die Fähigkeit, die ich euch vorhin gezeigt habe, diese Dreieck nach oben Fähigkeit, da können Tets mit in diesen Haufen reinspringen und der Haufen richtet dann damit mehr Damage an. Rückstoß und Rüstung verleiht er ebenfalls und die Dauer wird verlängert. Also auch sehr, sehr interessant, diese beiden
Fähigkeiten, die beiden Perks hier. Genau, das war's dann auch schon mit diesem TED-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, es würde mich freuen. Heute kam das Video dann etwas später als sonst. Ich habe nämlich heute eine Prüfung geschrieben, ne? Und da konnte ich leider kein Video gestern aufnehmen, weil ich halt logischerweise dafür lernen musste. Lasst, wie gesagt, gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.